Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Heute Morgen hatten wir einen Großeinsatz vorne in der Pachtfläche. Zum einen wollten wir Stroh holen für die Rinder und für die Schweine. Der Ballen für die Schweine war leer und die Rinder brauchten ja Stroh im Unterstand. Also mit dem Frontladerschlepper nach vorne, Attacke. Und kurze Zeit später stand der Käufer von unserem Zumbülltank vor der Tür und wollte den Zumbülltank abholen. Also zweiten Schlepper geholt, drangehangen. Und wir fangen mal an mit dem Verladen vom Zumbülltank. Das war eine spannende Geschichte. Rückwärts mit dem Trecker den Zumbülltank auf den Anhänger fahren. War eigentlich alles ganz gut vorbereitet vom Käufer. Der hat den vernünftigen Anhänger dabei. Und dann sind wir mit dem Trecker fast rückwärts draufgefahren. Wir haben, glaube ich, nicht alles aufgenommen, weil es zwischendurch dann schon nötig war, alle Hände zu haben, um zu helfen und zu unterstützen. Also der Charlie hat ein paar Sachen aufnehmen können, aber dann musste er abbrechen und dann mussten wir sehen, dass wir den Zumbeltank vernünftig verladen bekommen. Das war dann wichtiger, als ein Video zu machen. Aber ein bisschen was ist für euch zu gucken. Also schauen wir uns das mal zuerst an. Ja, und nachdem der Käufer vom Zumbülltank dann auf der Reise war und wieder nach Hause fahren konnte, haben wir uns um die Ballen gekümmert. Diesmal habe ich das mal aus einer leicht anderen Perspektive aufgenommen. Wir haben erst abgedeckt, dann drei Ballen rausgefahren und dann die nach Hause geholt. Aber jetzt schaut euch doch erstmal an, aus welcher Perspektive wir jetzt mal das Organisieren vom Stroh gefilmt haben. Fand ich mal nicht so ganz schlecht. Ja, war auf jeden Fall ein ereignisreicher Vormittag. Wir haben insgesamt mit allem drum und dran, glaube ich, 4 Stunden gebraucht. Hört sich jetzt viel an, aber wir waren gar nicht so langsam. Es war halt immer so ein
anfangen, aufhören. So, jetzt gehen wir einmal zusammen zu den Rindern, gucken, ob die schon im Unterstand unterwegs sind oder ob die sich in der Wiese gut gehen lassen. Die haben natürlich jetzt geiles Wetter fürs Grün abfressen. Wir schauen uns das mal an, aber da ist heute Morgen schon einiges passiert. Jetzt haben wir hier so einen schönen Unterstand, zwei tolle Strohballen drin und die Rinder stehen draußen und fressen am Stroh. Das Stroh, was wir da reingerollt haben, ist übrigens tritikale Stroh. Das ist das, was wir vor 2 Jahren hier vorne von der Fläche vom Nachbarn geholt haben. Das lag ja vorne unterm Vlies. Das hat die Zeit gut überstanden, ist total trocken und ja, war dann für die Rinder und für die Schweine einstreubar. Also für die, die fragen, das ist diesmal tritikale Stroh. Das Haferstroh haben wir mittlerweile alles weg, das haben wir verbraucht. Die Rinder wollten es ja nicht fressen. Und dann haben wir gedacht, gut, dann bleiben wir jetzt bei dem altbewährten. Und das ist altbewährt und ihr seht ja, die sind schon fleißig am Mümmeln da dran. Langsam, aber sicher haben sie es gerafft. Aber noch nicht alle. Da steht der Paul, Antonella, also die, die vorhin auch schon im Unterstand waren und gefressen haben. Junge, Junge, Junge. Ja, heute ist Samstag und heute stand Holzkisten umsortieren auf dem Programm. Heute Morgen war die zweite Kiste leer und dann haben wir gesagt, okay, wir sortieren die Kisten jetzt alle einmal neu durch. Ein paar hatten so ein Gitter rundherum, wo wir nicht ans Holz kamen von außen. Also haben wir die Kisten umgefüllt, umsortiert, neu gestapelt. Aber das zeige ich euch jetzt mal schnell, anstatt viel zu erzählen, einfach mal gucken.
Ja, und jetzt könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Die Kisten sind jetzt alle offen. Wir können also überall in die Kisten greifen, können jetzt überall das Holz rausnehmen von der Seite. Ist jetzt schön eingepackt mit einer Folie. Also da haben wir jetzt erstmal vier Kisten hier verbrennbereit hingestellt. Also das sollte jetzt erstmal für die nächsten 4 Wochen reichen. Ich denke mal so grob bis kurz vor Weihnachten und dann müssen wir nochmal sortieren. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, und was eine Überraschung, bei den Rindern ist die Wiese leer gefressen. Jetzt nicht komplett, aber bevor wir jetzt heute Nacht oder morgen anfangen zu hexen und uns beeilen müssen, haben wir dann vorhin die Futterraufe aus der Wiese geholt, haben die hier bei den Rindern reingestellt, haben jetzt noch einen Ballen reingefahren. Die sind jetzt glücklich und zufrieden und stehen jetzt wieder an altbekannter Stelle an der Futterraufe. Wir gucken uns das nochmal schnell an und dann seht ihr, auch die sind jetzt winterfertig.
Ja, Theresa steht schon hier, Paul ist da, alle sind hier und genießen jetzt die Silage. Da kommt Lenchen. Also alle glücklich und zufrieden. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, die Wiese ist ruiniert. Da ist nichts mehr drauf. Hier vorne kommt jetzt noch die Annabelle. Ja, und somit haben wir das erledigt. Holz ist sortiert. Jetzt ist, ich glaube, 16:30. Gleich wird es dunkel. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal Feierabend für heute. Ja, und mit den Rindern im Hintergrund verabschiede ich mich dann von euch. Das war's für dieses Video mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Freue ich mich schon, weil nächste Woche haben wir echt hier den Plan voll. Charlie ist noch da, sodass wir dann doch noch das ein oder andere weggeräumt, weggearbeitet, weggeschafft kriegen. Also nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Genießt den Sonntag und bis nächste Woche. Tschüss zusammen.